So, da sind wir bei Neo. Weiter geht's in der giftigen Höhle. Tief drin, verdammt tief. Tiefer als mir lieb ist, wenn ich ehrlich bin. Diese komischen Absaugmaschinen sind ja schön und gut. Ich habe keine Ahnung, wie sie betrieben werden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es doch eigentlich nur ein fucking Holzkasten. Ich muss ihn da reinstecken. Werdet ihr mit Onmyo-Magie betrieben oder Duracell? Was geht bei euch? Es sind da ganz viele kleine Japaner drin, die schnell in einem Rad laufen. So schnell, dass wir sie nicht sehen. Ich habe keine Ahnung. Die Maschinen faszinieren mich. Die funktionieren auch nicht so geil. Also die funktionieren eine Weile und dann gehen sie wieder aus. Wobei ein paar sind immer an, weil da sind mehr kleine Japaner drin. Und schau dir den Stricher an, wie er schon wieder um die Ecke kommt. Du bist ein Pissermann mit seinem Feuer und seinem Gesicht und den Narben und all der Liebe, die er nicht bekommen hat als Kind. Können wir... Ja, okay, so funktioniert's. Ah, shit, ich meine, wenn er nicht wirklich heftig angefahren kommt und einfach nur in dich reinsegelt wie so ein geisteskranker 78-Jähriger, der nicht klarkommt, dass es ein Automatikauto ist und denkt, das ist bestimmt die Kupplung. Nein, Mann, nein, nein, Mann, damit tötet man Leute, wenn man falsch lenkt, oben an dem Rad. Apropos Rad, fick die Räder. Wieder so eine Tür, die keinen Bock hat auf... Okay, okay, ich komme drauf zurück vielleicht. Die Scheiße stürzt doch ein. Oh, fuck. Weil ich heldenhaft Feuer geblockt habe mit einer Blitzklinge, Mann. What the fuck? Das ist halt ein Anime. Das ist einfach nur ein Anime, den wir gerade spielen. Oh, die Haare sind anders. Oh. Ja. Yep. Kann man machen. Hätte ich an deiner Stelle nicht getan, aber... Oh, oh. Ich hab grad gesagt, bitte nicht da runter segeln. Sieht nicht gut aus. Kommt die Scheiße aus den Pilzen, Stein, leuchtenden Lava, Ding. Was ist das? Was ist da unten? Ich muss da mal runtergehen und glaube ich mal ein bisschen draufklopfen und gucken, was rauskommt. Sieht nämlich. Oh, shit. Ganz so aus, als wenn. Okay, das ist ein Yokai. Die Scheiße aus diesen Dingern kommt. Sporen oder was auch immer. Absolut nicht geil. Kannst du bitte. Oh, das ist die falsche Seite. Sorry. Ich habe nicht gesehen, dass da keine Öffnung ist. Was willst du von mir jetzt? Ab ins Gift! Heil dich, bitte. Fuck. Okay, lass mal schauen. Yokai! Oh, shit. Oh, Gott! Uncool, Mann. Aber rückwärts wieder raus. Holy shit. Ich geh mal hier lang. Das, glaube ich... Nicht so viel tödliches Gift. Kletter schneller, Junge. Wow. Ja, ich glaube, die Dinger produzieren dieses komische Gift. Nicht cool. Das heißt, ich muss gucken, dass ich die irgendwie... Wow, what the shit? Genau sowas meine ich. Genau sowas meine ich, Mann. Feuerblocken, Mann. Wie gut ist es eigentlich, Feuerblocken zu können? Das sollte eine Superkraft sein, meiner Meinung nach. Was passiert jetzt? Okay. Oh, Moment. Oh, komm schon. Nope. Man kann sie blocken. Man braucht gar nicht so viel Stamina. Wenn man also langsam genug an die Sache rangeht. Oh, hi. Es geht. Sorry, dass du es sehen musst, das Alter, aber manchmal muss man den Leuten einfach den Penis auf die Lippen legen. Die verstehen nicht, was du willst von denen. Dann muss man halt zu solchen Mitteln greifen. Also ist nicht wörtlich, das Ding auspacken. Das ist nie so angebracht. Den Minen, der fault dir wahrscheinlich ab mit der Luft. Monster aus dem Loch da vorne? Okay. Danke für den Tipp. Ist doch alles vergiftet hier unten, oder? Was zur Hölle? Warum ist hier nichts? warum ist da gar nichts da unten? Ist das eine Boss-Arena? Warte mal ganz kurz. Da ist niemand. Keine Items, keine Typen. Das ist seltsam, Alter. Da muss ich erstmal meinen Muschelhorn blasen. Motherfucker, Mann. Wie so ein kranker Elch. Weil ich weiß, kranke Elche, denen geht es wahrscheinlich auch nicht wirklich gut bei Gift.
keiner mal Gift. Also giftige Tiere. Okay, Gegengift, Feueramulett. Was ist mit dir los? Ja, ist so gut. Angehechtet kommen. So viel dazu. Kann sein, dass sie es immer machen. Das ist deren Ding, nicht auf ihre Stamina zu achten. Ich meine, gut für mich. Oh shit, okay, das konnte ich nicht komplett blocken. Bitte nicht da runterwerfen. Alter! Gerade sage ich's noch. Genau das nicht. Und dann macht das. Frech. Okay, ich glaube, das wäre eine Abkürzung gewesen. Da hätte ich die Tür wahrscheinlich von der anderen Seite aufmachen können. Lagerbestand 2 beim Elixier. Das ist nicht so gut. Oh, das ist wahrscheinlich die beschissene Tür gewesen. Okay, nochmal. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall, die sollte ich auf jeden Fall aufmachen. Ich habe nämlich echt keinen Bock, jedes Mal zu laufen. Okay, okay. Mach halt sowas. Und da kannst du auch relativ schnell zur Seite gehen. Wenn man es halt kommen sieht. Was nicht immer so einfach ist. Und er sagt dir halt nicht Bescheid. Ah, okay. Ich hätte vielleicht den Apparat anmachen sollen, bevor ich vorhin runtergesprungen bin. Ja, die existieren. Sollte ich auch gleich mal aktivieren, dass ich da nochmal runter kann. Yokai Wassertopf. Was machen die nochmal? Ich würde vergessen, was die machen. Yokai Wassertopf enthält Wasser aus und... Oh, genau, kann man ein Portal öffnen. Warum soll ich das tun? Scheiß, kannst du wahrscheinlich auch nicht trinken. Okay. Mein Plan, dieses Ding jetzt so ein bisschen zu kurbeln. Jawohl. Dem da auf den Kopf zu springen. Ob das funktioniert. Naja, komm schon. Du weißt... Oh, fuck. Nein. Tut's schon mal nicht wirklich. Ja, fuck, echt jetzt. Jetzt hätte ich zu kurze Arme. Sah gerade nicht so gut aus. Aber hey, ihr wisst, dass ich es besser kann. Irgendwie. Oh, danke, wenigstens mein Elixier zurück. Es gibt nicht so viel Elixier. Ich meine, ich verbrauche den Scheiß halt auch heftig, aber... Na, so ein bisschen mehr. Au, da, schau mal. Ich denke, das wäre gut, wenn wir die alle erstmal zerstören. Das wäre mir auf jeden Fall schon geholfen. Bitte nicht anspringen. Danke. Er war kurz davor. Schon angesetzt hat. Oh, ich dachte, es wäre ein Item. Kein Item für mich. Nope, kein Item für mich. Ich habe Leuten schon lange nicht mehr in den Kopf geschossen. Ich hab mir gerade so auf. Das ist ein Ding, das mag ich eigentlich. Na komm schon. Oh, die Rage, Mann. Oh, shit. Das war legendär daneben. Es gab Blinde, die hatten besseren Aim. Ah, shit. Echt jetzt? Auch noch Party von hinten. Nein, danke. Ah, fuck. So viel dazu. Tschüss, Amrita. Das kriegen wir nicht mehr zurück. Okay, wir haben auch schon Amrita. Wir haben uns schon leveln oder Rechnungen bezahlen. Also, geh mir nicht auf den Keks, ohne Scheiß. Mmh, jawoll. Kannst halt nicht mehr aufhören, wenn du gerade am Zwirbeln bist, wie so ein Geisteskranker sein Bart. Einfach aufhören, einfach lassen. Jetzt aber gerade noch mal rechtzeitig wegkommen. Ich will dich schon wieder brennen.
Brennt schon wieder. Oh, komm schon. Wissenselixier. Was sind das eigentlich für Gegner, Mann? Die gehen mir echt auf die Eier. Okay. Okay. Lass mal da rüber gehen. Lass mal einfach. Ja. Da war was. Hat das Item davon nicht schon mitgenommen? Ich meine, ich nehme es nochmal. Aber. Nice. Lundenschloss-Ammo. Die ich jetzt auch echt brauchen kann, denn. Ich werde ihm auf jeden Fall ins Gesicht schießen, Mann. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab da keinen Bock drauf. Hinten liegt noch Zeug. Oh nein, der. Ach, ich hab den Apparat vergessen. Ja, dann. Lass mal schauen. Von da ist noch eine Kiste. Kann ich von da oben hin droppen, dann muss ich. Mhm. Okay, das Gift ist aber komplett weg. Ah, okay, die spawnen zum Glück nicht mehr. Das heißt, es bringt wenigstens was, die Dinge dann endgültig kaputt zu machen. Sondern wenigstens ein bisschen die Ruhe ist danach. Oh, der war stilvoll, Mann. Wie so eine Ballerina, nur gefährlicher. Ballerinas tragen selten Blitzklingen bei sich. Ich meine, ich kenne nicht so viele persönlich. Aber das klingt nicht wie ein Ding, was wir dabei haben. Aber man sieht, man kann sich auch damit schön drehen, wenn es sein muss. Ja, ist das schon ein Erdamulett? Aber was genau machen Erdamulette? Das ist ein Windamulett. Was macht ein Windamulett? Au! Oh! Okay. Mr. Yokai-Man. Ich habe mich schon gewundert, wo der ist. Ich habe ihn vorher nicht gesehen. Digga, ich will meinen neuen Bogen an dir testen. Ich habe nämlich gerade den Bogen des Krieger des Westens. Der müsste. Okay. Voll reinhauen. Wenn man halt nicht damit rechnet gerade. Wenn man das halt kommen sieht. Okay. Jetzt aber. War hinterher. Einer zu viel, aber was soll's. Ich nehme das Elixier. Ich nehme es am besten gleich. So, wo ist. Wo ist die Leiter? Digga, wo kommst du eigentlich her? Wo kommen die ganzen Leute her? War doch gerade keiner. Nice. Oh, hi. Ist echt ein bisschen eng hier, findest du nicht? Manche würden kuschelig sagen, mir gefällt es nicht so. Wo hat er eigentlich Stamina her? Ich hab dir voll auf die Schnauze geboxt. Ich lass mal hier rausgehen, nicht ins Loch fallen, also ich jetzt. Ich meine, du, keine Ahnung, tu dir keinen Zwang an. Wenn du drauf Bock hast, das Loch zu bespringen. Ich meine, es sieht aus wie ein dreckiges Loch. Es will auf jeden Fall besprungen werden. Wundert mich nicht. Shingeku-Medizin, das ist gut. Die halten nämlich komplett. Und das ist eine Sache, die kann ich gut brauchen. Hallöchen. Kleiner grüner Mann. So, hier ist die Leiter, wo ich hoch will. Und von hier an können wir dann auch da runter droppen zu der Kiste, denn... Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh Gott, das Rad, wie ich es wieder vergessen habe. Wie ich es wieder vergessen habe. Feuer ist okay. Kann ich danach ein, zwei Schläge reinmachen? Oder drei, wenn ich verrückt bin. Ich muss halt echt in der mittleren Reichweite bleiben, dass es Feuer macht. Oh. Komm her. Feuer dodgen nebenher. Warum auch nicht? Oder auch kein Feuer dodgen. Anfangen zu brennen. Alles Dinge, die passiert sind. Und Schatz, was hast du gegen mich? Okay. Wenn du einmal in die Tasche greifst, dann kannst du nicht mehr aufhören. Das ist wie eine Sucht. Deine Hand da rein zu sliden in den Lendenschutz, den schmutzigen, seit 10 Jahren nicht mehr gewaschenen. Ihm scheint es Spaß zu machen. Okay. Wären wir wieder an dieser Stelle. Vielleicht nicht hier drin.
Okay, der lag nicht wirklich lang. Wie wieder durchdreht, Mann. Wie wieder durchdreht. Ganz ehrlich, ich muss echt warten, bis so einen Scheiß macht, wo ich weiß, wie ich dagegen ankämpfen kann. So ein bisschen sauber machen. Das ist echt ekliger Scheiß mit dir hier. Immer das Gleiche. Der hat wahrscheinlich Mami geputzt bis gestern. Das ist sein Scheiß überliegen. Den kannst du auch noch haben. Und der Kopf muss ab, auf jeden Fall. Einfach nur der Ehre wegen, weil er mich vorhin gekillt hat. Das will mein irisches Blut, oder seins in dem Fall. Okay, wir haben endlich den Shortcut. Das heißt, wir können da durchgehen und mal gucken, was in der großen Arena ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht wirklich was Positives ist für uns. Ich meine, wir gehen ja nicht in die Höhle, um Geschenke abzuholen. So viel steht schon mal fest. Kann ich einfach reingehen, ohne dass mir das Rad folgt? Bitte. Warte mal, da war doch... die Kiste da unten. Genau das habe ich nämlich erwartet, dass passiert. Und da hatte ich nicht wirklich Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist das Rad drinnen, Mann. Wer wartet? Ihr will, dass ich... Wie zur Hölle komme ich da runter? Ha, vielleicht von da hinten irgendwie? Oh nein, das war der Eingang. Ja, ich... Ich guck mal rein. Ich meine, da ist ein Item. Ich hab... Okay, da geht die Cutscene los. The fuck? Die haben Beine? Oh nein. Oh nein. Transformer-Pilze. What the fuck? Oh mein Gott. Was ist das denn? Großer Tausendfüßler. Das ist der Name der... Jop. Kann ich zustimmen. Das ist ein relativ großer Tausendfüßler. Ja, durchprügeln, den Schwanz abmachen. Sie sich verteilen in alle Richtungen. Wohin geht ihr, Leute? Wohin geht ihr? Nicht überhaupt... Oh, das ist gar nicht mein Ziel. Ein bisschen großen. Den Kopf natürlich. Den Kopf der Bande muss ich mir besorgen. Wenn sein Mann schon ankommt. Ja, der Schaden ist nicht so ganz schlecht. Kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Kann ich irgendwie rausgehen? Das sind Leitern. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee vielleicht. Ah! Shit. Oben zu gehen ein bisschen. Ein bisschen Abstand kriegen. Ich meine, er kann wahrscheinlich mitkommen. Schätze ich mal. Oh, da ist ein Kurbelapparat. So, jupp, jupp, jupp. Bisschen kurbeln hier. Kurbeln. Klappt. Pisser. Und 130. Okay, das ist nicht wirklich viel Bang für meinen Buck. 300. Oh shit, die maximale Vertrautheit. Schau es dir an. Der die 400 da raushau. Die Kranken, die absolut Kranken. Okay, kein Treffer. Das ist eine Kunst, auf so kurze Entfernung keinen Treffer reinzukriegen. Muss man schon mal zugeben. Okay. Musst du tanzen? Was willst du tun, wenn du tanzen musst? Fuck, Mann, das ist ein großer Stein. Größer als dein Kopf. Wie kann der aus deinem Mund kommen? Das ist wie wenn ich einen Basketball essen würde. Wow. Das ist ein ganz schönes Dickerchen. Wann geht der? Oh, das ist ein Lundenschloss, Mann. Das macht Spaß auf jeden Fall. Stein drauf werfen. Aber nur warum nicht? Ich find's gut. Ich kann ihn einfach blocken. Oh, nice. Das war eine gute Combo, Mann. So sieht eine gute Combo aus. Habt ihr es gesehen? Schnell wie sie da war, war sie auch wieder weg. Die Damage von den roten Kugeln. Die macht Spaß. Ich glaube, ich muss mal wieder lüften. Okay, das ist ein Intro. Okay. Oh nein!
Er hat seine Kinder geholt, oder seinen Schwanz vielmehr. Je nachdem, wenn du deinen Schwanz als dein Kind betrachtest, war die Aussage nicht falsch. Ach, halt hier. Du musst doch an den Apparat ran. Ich kann den Großen theoretisch auch hier oben besiegen. Okay, das ist ein bisschen albern. Ich glaube, da habe ich nicht keinen Platz für sowas, oder? Oh, okay, nope. Shit. Und der Fall tat halt genauso weh. Okay, das war nicht gut. Anfängt mit Scheiß zu werfen. Kann ich bitte deinen Schwanz abschneiden? Ich weiß, die Antwort ist wahrscheinlich nein, aber... kann ich nicht gelten lassen in dem Fall. Wie der durch sich selber durchgehen kann. Was für ein absurdes Stück Scheiße. Okay, gleiches Spiel wieder. Ihr verteilt euch in alle Richtungen. Oh, da ist der Kopf. Da ist der Kopf. Ich habe keine Stamina mehr. Es tut mir leid. Ich dachte auch, da kommt was Großes raus. Ich hatte Hoffnung. Wir müssen wieder gehen. Bis später. Bin immer weg. Ich habe auf jeden Fall mehr als genug Gegengift. Schon mal sehr gutes. Jetzt mal blocken. Und dann kommt... okay. Paralysiert. Na komm schon. Doch sowas nicht. Oh, fuck. Roll um dein... roll um dein verdammtes Leben. Ich bin vergiftet. Nur noch ein Stein hinterher, Mann. Nimm deinen Kopf aus meiner Reichweite. Das wäre echt besser für dich. Ich mach Gift raus. Aber nur fürs gute Gefühl. Dass auch unter mir gute Luft ist, falls ich runterfallen sollte wie ein Vollidiot. Wir werden alle lachen. Wir wissen alle, dass es passiert und alle warten drauf. Manche lachen jetzt schon. Ganz ehrlich, wenn er noch kurz braucht, dann binde ich mir mal nochmal. Was binde ich mir denn? Oh, Kodama. Auf jeden Fall noch ein bisschen Feuer in die Sache bringen. Warum auch nicht? Okay. Hör auf zu manchen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, hier oben rumzukämpfen. Oh. Was ist passiert? Ich hab's doch gesagt. Es hat ja nicht lang gehalten. Echt nicht mehr viel in meinem Lundenschloss. Der roten Scheiß rumspucken will. Nein, aus. Böser Käfer. Oh, oh. Yes. Mist, das Gift. Das Gift ist zurück. Was? Oh, nein. Um Gottes Willen. Gegengift. Nicht die Mission verlassen. Habe ich einen Zweig da drauf belegt? Warum? Warum genau habe ich einen Zweig da drauf? Keine Fragen. Erstmal heiliges Wasser. Schieß, was du schießen musst. Jetzt aber. Ah, fuck. Okay. Ich hab schwitzige Hände oder was ist für ein Symbol? Keine Ahnung, Mann. Irgendwas ist falsch mit meinen Händen. Ey, ey! Fucker, wohin geht der? So seltsam, wenn Bosse verschwinden. Oh, die Scheiße schon wieder. Ich fahr zu langsam. Ich fahr zu lang. Ich kann dem immer. Okay, ich kann immer noch Schaden machen. Digga, der hat doch nichts mehr. Ich wollte gerade sagen. Mission abgeschlossen. Hey, Mietz. Ich habe dir nicht zugehört, aber das klang wie was, wo ich Hi dazu sagen würde. Okay, Mission abgeschlossen. Wir verlassen die Mission, gehen zum Ausgangspunkt zurück. Das war doch relativ erfolgreich. Vergiftete Mine.
Auch wenn ich sicherlich das eine oder andere habe liegen lassen. Die eine Kiste, von der ich auf jeden Fall weiß, von der ich aber echt nicht wusste, wie ich hinkomme. Und ganz ehrlich, fick die Räder. Wenn die nicht da gewesen wären, nur die Yokai, ist kein Problem. Ich bekämpfe Yokai im Schlaf. Aber diese Räder? Nee. Nee. Es kann gar nicht so geil sein, was da drin ist. Dass ich mich länger mit den Typen abgeben würde. Die Silbermine bebt. Danke dafür, dass du dich um diese Angelegenheit in Iwami gekümmert hast. Nun sollten wir den Abbau fortsetzen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn du für dich behalten könntest, was du dort unten gesehen hast. Solange du das tust, wird der Mori-Clan gerne Meister Hansos Bitte Folge leisten. Zumindest solange es auch für das von auch für uns von Vorteil ist. Heilige Scheiße. Wenn du weitere Unterstützung des Mori-Clan brauchst, solltest du Kabayakawa Hideaki aufsuchen. Okay. Der ist wo? So, in Zwielichtmission geändert. Okay, wir sind zurück in Chugoku mittlerweile, nicht mehr in Kyushu, sind in der zweiten Region von 35. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Vielleicht gibt es auch nur drei. Vielleicht. Wir werden sehen. Wir haben noch einiges vor uns auf jeden Fall. Die Nebenmission, die drei zornigen Götter, der Hüter der Unterwelt, auch eine Nebenmission. Dann haben wir die Nebenmission, die Magatama des Feuers. Das klingt nicht gut. Sind es die Räder? Bitte lass es nicht die Räder sein. Silbermine Babe, das ist die Hauptmission, die wir gemacht haben. Und hier haben wir die nächste Hauptmission, der Ozean Toast wieder. Die schauen wir uns natürlich alle nach und nach an. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Freut euch auf die nächste spannende Folge Neo. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wir gucken, wie es weitergeht. Schreibt einen Kommentar, was habt ihr von dem Boss gehalten? Habt ihr ihn selber schon besiegt? Wenn ja, habt ihr es auch so relativ smooth hingekriegt? Ich muss sagen, es ging gut. Ein Versuch von dem her. Alles okay, war jetzt nicht der schwerste Boss. Da fand ich die zwei davor, ganz ehrlich, ein bisschen nervtötender. Wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein.